Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stier-Aszendenten, herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im Oktober 2017. Ich bin Antonia Langsdorff, ich bin eure Astrologin und ich führe euch durch die Konstellation. Wenn ihr eine Beratung zu einer persönlichen Situation braucht, stehe ich euch natürlich sehr gern dafür zur Verfügung. Ihr könnt dann entweder auf meinem Kundentelefon anrufen oder die Beratung direkt über meine Homepage buchen unter www.antonialangsdorff.com. Die Infos findet ihr, wenn ihr auf das kleine i hier im Bild klickt und natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Mit etwas Glück könnt ihr wieder eine Beratung bei mir gewinnen. Wie es geht, dazu mehr am Ende des Videos, also bleibt dran. Ja, ihr lieben Stiere, für euch brechen im Oktober goldene Zeiten an. Mit dem Eintritt von Jupiter ins Zeichen Skorpion in euer Partnerhaus werden eure Liebesbeziehungen und Begegnungen blühen und gedeihen. Und weil ihr Stiere ja gern alles mögt, was Hand und Fuß hat, habe ich hier noch eine gute Nachricht für euch. Eure Sterne versprechen nämlich auch materiellen Wohlstand und günstige finanzielle Tendenzen. Jetzt schauen wir uns die Sterne genauer an und wir fangen wie immer an mit dem Erlebnishintergrund. Und beschäftigen uns natürlich als erstes mit dem Jupiter-Transit. Also ab dem 10. Oktober ist es soweit. Jupiter geht in euer Partnerhaus und für euch beginnt eine Zeit erfüllender Begegnungen. Sei es in der Liebe oder sei es in eurem Business. Ihr trefft jetzt einfach die richtigen Leute, mit denen ihr gute Allianzen eingehen könnt und die euch fördern oder die ihr fördert. Das Glück kommt zu euch durch andere, die euren Weg kreuzen und ein wahres Füllhorn an guten Gaben im Gepäck haben. Wer auf der Suche nach einem tollen Partner ist, kann jetzt einen finden. Besonders interessant für euch sind jetzt die Sternzeichen Skorpion und Steinbock. Jedenfalls wirken charismatische, aber auch geheimnisvolle Menschen jetzt auf euch besonders anziehend. Vom Aspekt her ist es allerdings auch eine Spannung zu eurer Sonne. Das heißt, ihr lauft Gefahr, euch vor lauter großartiger Optionen zu verausgaben und es vielleicht mit der Arbeit, aber auch mit dem Vergnügen zu übertreiben. Und im Hinblick auf die Partnersuche müsst ihr trotz aller Begeisterung schön auf dem Boden bleiben, denn ihr könntet dazu neigen, jemanden in einem zu großartigen Licht zu sehen oder selbst übertrieben hohe Erwartungen an jemanden zu stellen. Lasst euch Zeit. Geht die Sache ganz entspannt an. Der oder diejenige läuft euch so schnell nicht weg. Und als erstes empfangen die Geburtstagskinder vom 21. bis 25. April diesen Aspekt. Und alles über die mythologischen Hintergründe und die psychologische Bedeutung dieses Transits erfahrt ihr in meinem Special Finde den verborgenen Schatz. Dann habt ihr ja noch zwei günstige Aspekte. Ihr habt das Sextil zu Neptun und der steht für euch im 11. Haus der Freundschaft. Das ist ein schöner Aspekt, der so eine Art Unterstützung von spiritueller Seite her bringt und der sich auch im Laufe des Jahres super schön verbinden wird, jetzt dann, wenn der Jupiter bei euch durchs Partnerhaus läuft. Also das bringt für euch noch ein paar ganz, ganz tolle Gelegenheiten, auch wieder um Leute kennenzulernen und auch für Erfolg und für finanziellen Zuwachs sogar. Ist also auch ein Wohlstandsaspekt. Und Neptun im 11. Haus sind eben vielleicht auch spirituelle Freunde, vielleicht aber auch Freunde, die Hilfe brauchen. Na, sicherlich werdet ihr auf sowas auch öfter mal angesprochen oder ihr sollt selbstlos helfen oder ihr sollt mit Leuten in einem Netzwerk euch zusammenschließen, die aber euch dafür nichts bezahlen, sondern eben man verspricht sich davon spirituelles Wachstum. Das stimmt ja oft auch, aber manchmal ist es eben auch so, dass man aufpassen muss, dass man nicht ausgenutzt wird. Ne? Müsst ihr ein bisschen auch auf euch Acht geben, aber es ist insgesamt ein schöner und harmonischer Aspekt und den empfangen in diesem Monat die Geburtstagskinder vom 3. bis 5. Mai. Vorsicht nur, weil hier dieser Aspekt zu Uranus zeigt, dass wenn ihr jetzt jemanden kennenlernt übers Internet, dass ihr da besonders aufpassen müsst, denn da wird jetzt besonders viel getäuscht und betrogen und die Leute stellen sich falsch dar. Ne? Deswegen also, und gerade ihr Stiere, ihr legt ja auch wirklich Wert drauf, dass jemand, ja, dass eine Sache eben Hand und Fuß hat. Ne? Und da müsst ihr aufpassen, dass er nicht drauf reinfällt. Deswegen 90-Tage-Regel. 3 Monate abwarten, dann könnt ihr die Sache ernst nehmen. Genau, und dann haben wir ja noch das Trigon zu Pluto im 9. Haus für euch. Steht eben günstig im Steinbock. Ne? Steinbock-Stier ist ja Harmonie. Und bedeutet einflussreiche Freunde. Beziehungen, die euer Leben verändern, sind übrigens auch sehr kraftvolle Auslandstendenzen.
Also Veränderungen durch Menschen aus dem Ausland oder indem ihr ins Ausland geht. Das ist aber so ganz langfristige Entwicklungen in eurem Leben. Und für euch gilt, das habe ich auch den Jungfrauen erklärt, die haben auch dieses Trigon zu Pluto, auch für euch gilt, Beziehungen, die ihr eingeht mit diesem Aspekt, wirken lebensverändernd, können wirklich sehr tiefgreifend euch nach vorne bringen und eure Entwicklung anschieben. Aber diese Pluto-Typen, die sagen nicht immer alles, was sie so meinen, oder die sagen vor allen Dingen nicht immer alles, was sie so vorhaben. Und wenn ihr mit jemandem eine Partnerschaft eingeht, kann übrigens auch eine Geschäftspartnerschaft sein, die wirklich auch Konsequenzen hat, dann müsst ihr euch mit demjenigen ganz genau auseinandersetzen, was wirklich wer will wohin damit. Ne? Weil Pluto ist schon eine große Macht und die kann einen auch irgendwo hinziehen, wo man dann erst denkt, das ist ganz toll, und dann findet man sich irgendwo wieder und denkt so, wollte ich hier überhaupt hin? Und das ist für euch sehr wichtig, weil ihr ja so gute Tendenzen habt insgesamt. Ne? Weil jetzt geht es ja auch ein bisschen um euch und um eure Entwicklung. Aber es ist eben anzunehmen, dass ihr eher Leute findet, und besonders eben in den nächsten 13 Monaten mit Jupiter im Skorpion, die euch wirklich auch fördern und es wirklich gut mit euch meinen. Das ist doch super, oder? Das sind doch richtig gute Nachrichten. Prima, damit kommen wir zu den aktuellen Konstellationen für euch. Der Oktober beginnt mit Sonne, Merkur und Jupiter in der Waage, hier in eurem Jobbereich, Job und Alltag. Das bringt eine prickelnde Energie. Vielleicht habt ihr Spaß im Job oder ihr findet irgendeine gute Sache für eure Gesundheit. Aber entscheidend sind Venus und Mars. Und die stehen hier in einem super Aspekt zur Stiersonne und vor allen Dingen eben im Haus der Lebensfreude. Und das ist schon eine sehr heiße Konstellation. Und dann auch noch hier in Verbindung zu Pluto alles eben gleichzeitig. Das ist jetzt hier so ein großes Trigon zur Stiersonne. Und ist schon sehr prickelnd. Ne? Also es ist ganz wunderbar für die Liebe, für den Genuss und für die Erotik. Es könnte nicht besser sein. Und deswegen ist dann auch gleich der dritte für euch ein Top-Tag, der 3. Oktober. Dieser Feiertag sieht für euch einfach super kuschelig aus. Ihr habt wunderschöne Konstellationen zum Flirten, zum Kreativsein und um auf Tuchfüllung mit jemand Netten zu gehen. Genau, die Flirtenergie steigert sich dann immer weiter bis zum Vollmond. Der ist am Donnerstag, den 5. Oktober, und der ist in den Zeichen Widder und Waage. Und die Konstellation von Venus und Mars ist dann auf dem Höchststand, ne, diese prickelnde Romantik. Und ihr solltet in der Vollmondnacht wirklich nicht alleine sein. Und wenn doch, dann könnt ihr einen schöpferischen oder kreativen Flow erleben, wenn ihr euch dafür Zeit nehmt. Ja, ab dem 6. und bis zum 11. Oktober wird es ja dann so ein bisschen kritisch, weil Venus und Mars hier ins Quadrat zu Saturn gehen, dann ist noch die provokante Lilith dabei, da werden dann auch schnell verletzende Worte gesprochen. Und diejenigen von euch, die sich vielleicht auf eine Affäre eingelassen haben, obwohl sie fest liiert sind, könnten jetzt Probleme bekommen. Vielleicht ist es aber auch nur die Enttäuschung, dass euer Partner keine Zeit oder kein Verständnis für eure kreativen Ideen hat. In diese Phase fällt dann der Übergang von Jupiter in den Skorpion. Der ist selber von einigen Spannungen begleitet, aber da könnt ihr schon davon ausgehen, ab jetzt wird alles besser. Ne? Also auch wenn es da irgendwie zu Querelen kommt, einfach abwarten, in dem Fall wirklich, ihr Stiere, ne? Einfach aussitzen. Es wird besser, auf jeden Fall. Und alle weiteren Infos zu diesem wunderbaren Transit findet ihr in meinem Video-Special Finde den verborgenen Schatz. Und dieser Schatz dürfte sich für euch im Bereich Partnerschaft und Begegnungen befinden. Dann habe ich für euch einen Top-Tag am 12. Oktober. Da genießt da bitte nochmal die Venus-Mars-Konjunktion hier bei euch im 5. Haus, bevor die Venus das Zeichen Jungfrau verlässt. Und auch der Mond steht an diesem Tag wunderbar für gefühlvolles Liebesgeflüster. Dann am Samstag, den 14., geht dann die Venus in die Waage. Das ist dann bei euch im 6. Haus, das heißt, die Stimmung steigt wieder und bei euch wahrscheinlich vor allem am Arbeitsplatz. Gut, ist jetzt ein Samstag, aber ihr werdet es dann in den Wochen darauf merken. Vielleicht habt ihr dann zum Beispiel Lust, eure Jobumgebung zu verschönern. Am 17. Oktober geht der Merkur in den Skorpion und bildet dann hier eine Konjunktion zu Jupiter. Am 18. alles bei euch im Partnerhaus. Da sind dann sehr schöne, tiefschürfende Gespräche möglich, wobei man auch Ergebnisse erzielt und nicht nur an der Oberfläche bleibt. Das kann euch sowohl geschäftlich als auch persönlich weiterbringen. Der Neumond ist dann am Donnerstag, den 19. um 21.11 Uhr im Zeichen Waage. Wisst ihr ja, ne? Kosmische Schwingung habe ich ja gesagt, erwartet das Unerwartete ist das Thema. Und für euch kann das das Arbeitsumfeld betreffen oder auch eine gesundheitliche Entscheidung. Da könnt ihr vielleicht eine lang ersehnte und unerwartete Lösung für ein Problem finden.
Ihr könnt den Neumond aber auch zum Anlass nehmen, um darin zu schwelgen, welche partnerschaftlichen Entwicklungen ihr euch für die nächsten 13 Monate wünscht. Wie wollt ihr den Jupiter-Transit durch den Skorpion in eurem Partnerhaus gestalten? Wie wollt ihr den nutzen? Dann gibt es einen Top-Tag am 21. Da aktiviert nämlich der Mond hier im Skorpion die Kräfte von Jupiter und Merkur in eurem Partnerhaus und schafft dann gleichzeitig eine Verbindung hier zu Pluto und zu Neptun. Und das ist ein Vorgeschmack darauf, welche schönen kosmischen Kräfte euch im Laufe der nächsten 12, 13 Monate verwöhnen werden. Tolle Leute, die euch gerne unterstützen und die ihr super spannend findet, haben Lust, gemeinsam mit euch entweder liebesmäßig auf Tuchfühlung zu gehen oder mit euch im Business an einem Strang zu ziehen. Am 22. Oktober tritt dann der Mars ein ins Zeichen Waage, gesellt sich dann hier zur Venus im sechsten Haus. Die Flirtstimmung am Arbeitsplatz steigt also. Gleichzeitig kann es aber auch ein Gerangel und Diskussionen darüber geben, wer welche Aufgaben erledigt. Da solltet ihr ganz klar definieren, wer sich um was zu kümmern hat. Geben und Nehmen müssen im Gleichgewicht sein. Dann kann es nämlich bis zum Ende des Monats eine sehr produktive Phase mit viel Spaß im Job werden. Am 23. Oktober morgens geht die Sonne dann ins Zeichen Skorpion und trifft sich dort am 26. mit dem Glücksplaneten. Alles wieder in eurem Partnerhaus. Das sind also noch mehr gute und energiegeladene Impulse für eure Partnerschaften und neue Begegnungen. Ihr zieht einfach tolle Leute in euer Leben. Vom 26. bis 28. haben wir dann aber nochmal eine kritische Phase mit Venus und Pluto. Das werdet ihr auch spüren als Venuszeichen. Also bitte in Beziehungsfragen nicht gleich radikale Entscheidungen treffen. Es kann sich für euch auf eine Jobsituation beziehen. Vielleicht geht ein guter Plan doch nicht auf und ihr seid enttäuscht. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass sich das Blatt im November nochmal zum Besseren wendet. Also wartet noch etwas ab. Und dann noch ein Top-Tag, nämlich Dienstag, den 31. Oktober, da haben wir Halloween, beziehungsweise das alte keltische Fest Samhain, für die, die es spirituell meinen. Und dieses Jahr sind die Konstellationen auch sehr spirituell, da bin ich in der kosmischen Schwingung ausführlich drauf eingegangen. Und für euch stehen die Konstellationen top, nämlich hier im 7. Haus der Partnerschaft und im 11. Haus der Freundschaften. Das ist eine tolle Konstellation für Stiergeborene, um mit gleichgesinnten Freunden Halloween entweder wild zu feiern oder tatsächlich spirituelle Einkehr zu halten, je nachdem, wie ihr dazu steht. Das waren eure Sterne im Oktober. Wenn ihr mehr über eure ganz persönlichen Konstellationen wissen wollt, dann berate ich euch gerne. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage www.antonialangsdorf.com. Und die ist auch verlinkt hinter dem kleinen i hier im Bild. Wenn ihr eine gezielte Frage zu eurem Horoskop stellen und etwas über Astrologie lernen wollt, dann ist mein Webinar Antonias Sterne genau das Richtige für euch. Da haben wir in der Gruppe immer einen ganz tollen astrologischen Austausch. Und der nächste Termin ist am Freitag, den 6. Oktober um 17 Uhr. Bei der Verlosung könnt ihr wieder 15 Minuten persönliche Beratung bei mir gewinnen. Und wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung vom November bekannt. Und so nehmt ihr teil. Ihr postet mir bitte hier auf YouTube einen netten Kommentar, wie euch meine Horoskope gefallen oder ob ihr eine Anregung für mich habt. Und abonniert einfach meinen Kanal. Hier klicken. Zum Eintritt von Jupiter in den Skorpion schaut euch auch das Special Finde den verborgenen Schatz an. Und, falls ihr es noch nicht gesehen habt, auch das Video Folge deinem Herzen über den Mondknoten im Löwen. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.